Und damit begrüße ich euch auf dem Rücken von Yoshi zurück zu einem neuen Part von Super Mario Sunshine. Und ja, ich habe mein Versprechen noch im Kopf, wir werden definitiv in eine neue Welt gehen, aber ich will noch ein paar blaue Münzen hier holen, die es in Piazza Delfino gibt. Und ich meine, 3 werde ich definitiv hier holen. 4 werde ich definitiv holen. Auf jeden Fall 3 mindestens. Und zwar, da oben in dem Turm die blaue Münze, dann dieses M. Dann gibt es, glaube ich, noch ein M, welches ich freilegen kann. Und nochmal so eins mit dieser gelben Säure, die für Yoshis Saft prädestiniert ist. Jetzt hoffe ich nur, dass ich diesen Sprung schaffe. Perfekt. Wunderbar, das freut mich sehr, dass ich diesen Sprung geschafft habe. Es gibt übrigens noch ein paar mehr blaue Münzen, aber die kümmern wir uns später, weil die so ein bisschen versteckt sind. Ach nee, habe ich schon geholt. Okay, da war ich mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich diese da schon geholt hatte. Aber gut, dann habe ich das schon. Aber eine, wo ich noch definitiv nicht weiß, dass ich sie habe. Das wäre hier drüben, wo wir abermals auch die Raketendüse von Mario Morgana uns geholt haben. Nämlich hier. Da muss ich ja auch noch hin. Genau, denn da ist nämlich auch noch mal eine. Wunderbar. Aber gut, jetzt werde ich definitiv in eine neue Welt gehen. Ich habe es versprochen. Und ja, ich kann euch schon mal versichern, ich habe extra versucht, diese Welt lange aufzubewahren. Aber ich muss ja irgendwann reingehen und besser jetzt als nie. Und Plaza de la Palma will ich am liebsten eher zum Ende machen. Ja, die Welt heißt Baia Paradiso. Und ich sage auch schon mal rein, hier gibt es auch keinen Yoshi. Also, ja, den werden wir wahrscheinlich jetzt erstmal etwas länger nicht sehen. Ja, und das ist eine ziemlich chillige Bucht, würde ich mal so sagen. Die aber ein, zwei Probleme hat, diese Bucht. Herzlich willkommen, Meister Mario, wenn ich nicht irre. Wir haben viel von dir gehört. Genau, na, Gutes natürlich. Kurz zu mir, ich bin ein alter Mann, der das Angeln liebt. Aber seit kurzem gibt es ein Riesenproblem. Sieh bitte nach oben. Das Ding, ach, den kennen wir ja schon, den Kollegen. Der ist ja mal richtig nett. Ah, ja, hat ein bisschen abgefeuert mal was, würde ich sagen. Ich weiß nicht wer, aber jemand hat den Wasserfall verkorkt. Aus diesem Grund ist unsere wunderschöne Bucht verschmutzt. Ich kann nicht angeln. Bitte hilf uns, entferne den Korken. Erfülle die Bitte eines alten Mannes. Wie, du erfüllst sie? Oh, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich wusste, du hilfst uns. Achte auf den Kerl, auf den Korken. Genau, aber ja, natürlich wird mal wieder ein Thema sein. Die Suche der 8 roten Münzen, beziehungsweise der blauen Münzen. So, und wir fangen an hier mit diesem Boot. Und ich kann euch schon mal versichern, dass dieses Boot noch eine ganz besondere Rolle spielen wird. Oh, das bewegt sich aber ganz schön schlecht vom Fleck. Aber gut, mir geht's halt nur, dass ich diese blaue Münze bekomme. Ach, da drüben ist auch eine. Holen möchte ich hier schon ganz gerne. Gut, eventuell sollte man das später machen, weil später wird man das hier, wird das Wasser hier sauberer. Aber gut. Kann ich aber schon mal ein bisschen üben für diese Bootssteuerung, weil die hier ist richtig zum... Oh, nee, ich mag diese Bootssteuerung so gar nicht. Ihr seht nämlich, wie genau ich dieses Boot manövrieren kann. So, aber das sieht gut aus. Und ich werde euch sagen, der Grund, warum ich auf diese Welt lange Zeit keine solche Motivation habe, ist halt eben diese Suche nach den blauen Münzen. Denn die ist ganz schön krass, sage ich das mal so. Es gibt nämlich in dieser riesigen Bucht viele versteckte Wege und Einbuchtungen und es ist ganz schön ekelhaft, versichere ich euch, da die ganzen blauen Münzen zu finden. Und ich glaube, damals war das auch eine der Welten, wo es mir tatsächlich gefehlt hat. So, dann dreh dich mal, das soll mir auch recht sein. Ich wäre nur um diese Säule rum. Ich denke, ihr seht's, ne, dass diese Bootssteuerung richtig genial ist. So, mal ein bisschen Tempo hier machen hier. So, ich bringe das Boot nämlich noch zu seinem Besitzer hier. Der ist nämlich da. Außer ich mach's kaputt. Das wäre natürlich nicht so gut.
So, denn hier gibt es nämlich einen Bootsverleih, falls ihr es wissen wollt. Dem ich noch schnell hingehe. Gut, ich glaube zwar nicht, dass ich das bekomme. Ich kann mich nämlich zumindest nicht erinnern, dass ich von ihm was bekomme, dass ich sein Boot hier zurückgebracht habe, aber nur damit wir es wissen. Guten Tag, ich wohne hier und betreibe den Bootsverleih, aber meine Boote sind weg und ich mache harte Zeiten durch. Tja, das ist mir aber egal. Na gut, mehr oder weniger ist mir das egal. Ich habe ja dein Boot, eins deiner Boote zurückgebracht. Aber wie gesagt, ich krieg davon nichts, okay? Schlammbootverleih. 90.000 Münzen. Schlammboote sind cool, probier's aus. Oh ja, die sind richtig cool, diese Schlammboote. So. In den Kisten ist auch nichts drin. Nö, außer halt ein bisschen Knete. Gut. Nichts Besonderes hier also. Gut. Gut, ihr seht es ja schon. Eigentlich sollten wir was komplett anderes hier machen, aber nö, ich gehe hier lang. Ich gehe hier entlang. Und werde hier hochgehen. Weil hier finde ich nämlich die erste blaue Münze. Wobei, das wäre die dritte natürlich schon. Und zwar hier müsste die sein. Nicht? Okay, da habe ich mich geirrt. Aber wir können hier hin. Hui. Wir werden hochgeschmissen bis zum Umfallen. Was haben wir da? Einen blauen, einen goldenen Vogel. Ja, und den hole ich mir jetzt auch. Das ist vielleicht die geschenkteste Schein, die es hier gibt. Die wirklich geschenkteste Stein des Spiels vielleicht. Neben dem goldenen Vogel in Piazza Delfino. Oder der ein oder anderen Schein. Die ich jetzt nicht mehr weiß. Vielleicht die Rutsche oder so. Aber gut. Aber leider hält mich das trotzdem nicht davon ab, noch hier eine Menge zu finden. Eine ganz schöne Menge. Und ich sehe die Bilder hier in meinem Guide und ich entschuldige mich für die Geräusche, die ihr gerade hören musst, aber ich muss mich kurz aufrichten. Genau, ja, ich sehe die Bilder hier. Und ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ich habe ganz und gar keine Peilung, wo das ist. Gut, das eine oder andere eventuell. Eventuell das ein oder andere könnte ich schon finden, aber. Und das Boot ist im Übrigen wieder da. Also es hat viel gebracht, dass ich es da zurückgebracht habe, aber wenigstens hat man dadurch eine kleine Abkürzung zum geheimen Stern. So, also was da noch als Notiz steht, ist die linke Klippe. Wobei, das könnte da sein, ne? Ja, da muss ich ja doch nochmal zurück. Ich denke, ich muss auch euch auch nicht versichern, dass es gefährlich ist, da in dieses Giftwasser reinzugehen, dass es eventuell weh tut. Ob ich da hinkomme. Versuch's mal. Auf dieser Trampolin-Plattform da. Ob ich das schaffe. Das könnte aber ganz schön eng werden. Ja, so nicht. Ich will schon einen Drehsprung machen. Nee, nee, das geht nicht. Das ist zu weit. Das ist zu weit. Das geht definitiv nicht. So, kann ich eigentlich noch weiter da hochspringen oder ist da Sense? Bin mir gerade nicht sicher. Sieht tatsächlich so aus. So, ich weiß, dass ich da bin, aber ich will hier weiter hoch. Aber ich glaube, ich darf nicht hoch. Ja gut, dann mache ich das anders. Dann geht es halt von oben. Ich sagte, dann geht es von oben nach unten. Wenn ich mir nochmal die 10 Münzen hier geholt habe. 21. Soll mir auch recht sein. Da muss ich mich hier nochmal hochschmeißen lassen. Und dann müssen wir das von so machen. Ja, ich glaube, ja, doch. Das sieht mir schon vertrauter aus hier. Diese Platten hier. Wo ihr jetzt schon gesehen habt, dass wir die hier einfahren lassen können. Und tatsächlich finden wir schon mal. Ich glaube, wir finden hier nur die zwei hier. Ich mach nochmal den da weg. Ne, nur diese zwei, okay. Aber das ist ja schon mal ein Anfang. Das ist ja schon mal ein Anfang, mit dem man aufbauen kann. Boah, 66 Scheins und 166 blaue Münzen. Wenn das nicht was heißen soll,
So, immer schön langsam und umgucken, hier irgendwas ist. Oh. Oh. Ja, sowas hat doch auch mal Stil. Aber ich sehe tatsächlich keine blaue Münze hier durch die Textur. Reingeglitschte Texturen. Aber war hier links nicht noch? Da war doch gerade was. Ich guck da gleich nochmal nach dann. Zur Not schmeiße ich mich halt eben nochmal nach oben. Zur Not schmeiße ich mich nochmal nach oben. Ach, jetzt sind wir da. Da ist was. Da wird doch definitiv was sein. Autsch. Nicht? Gar nichts. Aha. Ja. Man sollte immer mal die Augen offen halten. Oh, was ist hier? Hier ist gar nichts, oder was? Nee, sieht nicht danach aus. Ist dann da was? Da unten kann ich natürlich auch nochmal hingehen. Nee, da ist auch nichts. Ich denke, da dürfte was sein. Ja, da ist es auch. Da ist auch was. Noch eine. Gut, das dürfte die sein. Genau, und da dürfte hier rechts auch noch was sein. Diese, bei diesen Platten hier. Da komme ich sogar mit einem ganz normalen Sprung hin. War das so? Oh, danke, Kamera. Okay. Hätten wir die auch. So. So, dann hätten wir da noch ein paar. Ich denke mal, ah, da oben ist noch eine. Ja gut, da komme ich wohl nicht mehr so einfach hin. Ah, oh, verdammt. Das habe ich leider zu spät gesehen. Ich habe da immer Angst, dass ich so weit, renne und dann da wieder runterfliege. Verdammt nochmal. So. Das sieht mir doch auch nach was aus. Hui. Boah, ich lande sogar direkt da drin. Boah, das würde ich nicht erwarten, dass ich da direkt da reinfliege. Und ist es das da, was ich erahne? Könnte sein. Ja, doch. Dürfte so sein. Komme ich da jetzt hin? Nee. Ich komme irgendwo im Nirgendwo raus. Na gut, dann gehe ich halt, lasse ich mich hier runterfallen und dann gehe ich halt noch. Was war das denn für ein Geräusch? Irgendwie hat sich das gerade komisch angehört, aber okay. Hole ich mir die so. Gut, dann dürften wir die hier jetzt alle haben, glaube ich mal, wenn ich das so richtig im Bilde habe. Gehe ich von aus. Ist da noch was? Sehe nichts. Pfeil zeigt nach unten. Oh. Da ist noch was. Ach so, das ist hier. Übrigens, wenn man das hier kaputt macht, zeige ich euch mal eben, da kann man ganz nach oben auch mit dem Bahnsprung hoch. Wenn ihr das wissen wollt. Da kommt ihr nämlich auch zu diesen Nischen, wo da was war. Falls ihr das wissen wollt. So kann man das nämlich auch machen. Man muss es nicht so machen, wie ich das gemacht habe, dass man sich da runterfallen lässt. Und unter anderem kriegt man dann hier auch noch so ein paar Münzen. Ihr wisst ja, dass wir unter anderem mal bei diesen Dingern waren, wo hier was ist. Aber okay. Gut. Boah. Dass wir das unbeschadet überstanden haben, ist mir ein Rätsel. Aber okay. Oh, und ich merke schon. Also dieses Level, das... Das beansprucht mich so ein bisschen länger, wenn ich das so sehe. Jetzt wird mal Zeit hier. Also gut, ich sehe schon, dass in diesem ersten Level hier eine ganze Menge sind. So, denn hier drüben sollten, glaube ich, auch noch welche sein, da oben. Ja gut, da muss ich nochmal eine Stufe weitergehen. Dann können wir aber schon mal sehen, was wir hier machen können. Ich mach mal so eine Plattform. Und mit einer Münze, okay. So, das Krasse ist noch, wenn wir hier diese Schleimdinge an der Wand kaputt machen, kommen tatsächlich auch noch so Platten. So, erscheinen Platten. Also wenn das nicht mal krass ist, dann weiß ich auch nicht mehr.
Dann weiß ich das auch nicht mehr. Dann weiß ich das auch nicht mehr. Hättest du mir auch eine Wasserflasche geben können. Und Wasser, das ist schon wieder... Hat schon wieder so leichte Probleme. Aber hier ist irgendwie nichts mit Wasser hier, aber okay. So, aber jetzt habe ich das hier nämlich gesehen. So, und das ist natürlich richtig gemein, muss ich sagen, diese Stelle hier. Denn hier kommen wir nämlich nur mit einer Methode dahin, indem wir uns so festhalten, dann hier entlang klettern. Also die Ideen sind, finde ich, genial gemacht tatsächlich, wie wir hier an Shines kommen. Es sollte hier eigentlich aufgehen. Warum geht das hier nicht auf? Ja, was sollte das denn jetzt? Das fand ich jetzt doof. Warum konnte er nicht mehr weiter? Ah, oh, das wird noch ein Spaß hier. Das wird hier noch so ein schöner Spaß mit den blauen Münzen. Ein richtig schöner Spaß. So, warum kamen wir da zum Teufel nicht weiter? Ich sehe da aber auch. Warte mal. Und wieder hochgehen. Juhu, es gibt doch nichts Schöneres, als hier nochmal hochzuklettern. Ach doch, muss man auch sagen, ne? Ist doch wunderschön, hier nochmal hochzuklettern. Ah. Fällt runter und dann aktiviert sich ja doch noch was. Keine Ahnung, was gerade los ist. Ich habe so gar keine Ahnung, was hier jetzt gerade los ist. Ah, Gott sei, dass ich den Part beende tatsächlich. Also, hier haben wir so viel geschafft. Gut, wir haben ein, zwei blaue Münzen gefunden. Das ist natürlich schon mal nicht zu verachten, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da war das die Vase. Ne, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Eigentlich ja so nicht. Okay. So, genau, da ist dann nämlich noch eine. Die hat es nämlich noch im Bilde gehabt. So, dann dürfte eigentlich da noch da eine sein, oder? Da drüben, wenn ich da so weitergehe. Man sieht zwar unbeschreiblich viel, muss ich ehrlich gestehen. Ist das das da? Ich weiß das gerade gar nicht. Könnte auch da oben sein. Aber wir mal sehen. Ah, toll. Das Problem ist, jetzt kann ich nicht da gucken, ob da was ist. Warum lässt du los? Warum lässt du los? Davon gab es keinen Grund. Ja, ihr könnt nur vorspulen. Ich glaube, das haben auch bestimmt schon die wenigen, die das Video hier schauen, bestimmt getan. Ich kann mir hier beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendwer Bock hat, das hier jetzt alles zu schauen, was ich hier so favorisiere. Könnte ich mir so vorstellen. Warum hat er sich da losgelassen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich weiß, glaube ich, wohin mich das führt. Ich kann mir, glaube ich, vorstellen, wohin mich das bringt. Ist gar nicht mal so schlecht, dann wenigstens. Ah, ich weiß aber schon, warum ich mich so sehr auf Bahia Paradiso gefreut habe. Das war so gar nicht. So, dann treffe ich wenigstens jetzt noch das hier. Hat das zumindest noch einen Vorteil, dass ich zumindest weiß, ob da jetzt was ist. Um da beruhigt zu sein. Halt dich nicht, halt, brauchst dich nicht festzuhalten, dann brauchst du nicht, Mario. Brauchst du absolut nichts zu tun. Boah. 19 Minuten des Parts sind rum und ich habe nichts geschafft. Oder sagen wir mal fast nichts. Ich habe nicht einen Schein geholt. Ich
Eine einzige. Es ist wohl tatsächlich so, dass Mario wohl nur, also nicht auf unendlich sich irgendwo festhalten kann. Das wäre mir tatsächlich neu, aber es wäre logisch tatsächlich. Und ich komme doch da nicht hoch, ey. Das ist doch nur noch ein einfacher Wandsprung. Ach komm schon, Mario, enttäusch mich doch jetzt nicht mehr. Ich habe dir extra jetzt schon die Pause gegönnt, die dir zusteht. Habt ihr ja gerade kurz gesehen, dass ich ja kurz einen Zwischenhalt gemacht habe. Dankeschön. So, da oben in der Einkerbung ist im Übrigen auch noch eine blaue Münze. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz nach ganz oben. Ob es nochmal hier, ob es noch irgendwo weitergeht. Aber ich glaube nicht, wenn ich hier so irgendwie komplett abgebremst werde. Nee, okay, da ist nichts mehr. Okay. Gut. Ja, dann fehlt mir jetzt eigentlich... Oder warte mal, also eigentlich fehlt mir noch so eine hier, die man so, so an so einem Rad findet. Da muss ich ja wohl nochmal suchen. Der ganze Schleim hier, das ist nicht zu glauben. Das ist echt nicht zu glauben hier. Kurz kleiner Zwischenstopp hier, wir gehen ein bisschen höher. Damit ihr es auch wisst hier, was ich hier so tue. Ich will euch hier nichts irgendwie verschweigen oder so. Ach, warte mal. Aha, was haben wir denn da noch so Feines? Was haben wir denn da noch so Feines? Schau doch mal eine an. Was haben wir denn da noch so Feines? Ich denke mal, hier hätten wir auch noch eine. Das sieht mir sehr danach aus und das ist auch so gut. Da muss ich jetzt natürlich nicht hier Zwischenstopp machen. Aber hier hätten wir doch noch eine. Sehr schön. Gut. Dann fehlt mir jetzt eigentlich nur noch die eine Münze, die wir ganz oben haben. Im ersten Kapitel wohlgemerkt. Wie sind es denn aktuell? Einfach mal so am Hängen so ein Ding machen. 12. Ah, das ist doch schon mal ein Anfang. Boah, und mehr werde ich auch jetzt nicht hier holen, außer die eine, die mir jetzt noch fehlt. Dann haben wir 13. Mehr werde ich definitiv nicht mehr holen. Ich werde jetzt nämlich gleich nur noch diese letzte Münze holen, den Korkenzieher besiegen und dann war es das für heute. Gut, ich kann euch schon mal versichern, die nächsten... Wow. Die nächsten, blauen Münzen werden einfacher und angenehmer zu holen sein. So, und die ist, glaube ich... Ne, die ist da hinten. Warte mal kurz, hier mal kurz was gucken. Nee, okay. Ich hatte nämlich so eine Erinnerung, dass das so ein Eisblock ist, aber ist es nicht. Sehr schön, okay. Ob ich jetzt da noch zurückkomme, werden es sehen. Wenn nicht, werde ich natürlich wieder... Ach doch, das ist doch ein Eisblock. Mit dem Leben, ja, das gönne ich mir jetzt auch für diese ganzen Mühen, die ich hier mir gemacht habe. Das gönne ich mir jetzt auch mal eben. Oh. Sehr schön, das klappt tatsächlich sogar. Da muss ich ja doch nicht mehr schneiden. Oh, wunderschön. Wunderschön. So, ich werde jetzt nämlich hier hochgehen. Und eine kleine lustige Anekdote noch. Diese Münze werde ich mir nicht holen. Ne, das... Oder warte mal, ist die schon hier? Okay, hier ist die Falle, aber nur eine kleine. Es gibt auch noch so eine, meint mich zu erinnern, wo so ein Boxhandschuh ist. Und der schmeißt einen richtig weit weg. Das wäre doof. Oh, bist du Mario? Der alte Mann dort unten ist mein Lehrer. Opsi natürlich. Ehehe. Zum Korken ist es noch ein Stückchen. Gib Acht auf den Korken. Sitzt er verrückt? Es ist ein Verrückter. Er beschießt dich mit Farbgranaten, wenn du dich näherst. Ich dachte, ich helfe dir und besorge ein Trampolin. Zum Tragen kannst du es mit Wasser benetzen. Bitte nimm es. Werde ich auch, aber vorher gehe ich erstmal da hoch. Denn ich gönne mir einfach nochmal, weil ich es kann, ein weiteres Leben. Ah, die ich natürlich gleich verlieren werde, wenn ich natürlich die Aufnahme abbreche oder beenden werde, die Aufnahme für heute. Und speichere und Super Mario Sunshine erstmal ruhen lassen werde. So, und jetzt will ich nur noch dieses Viech da oben besiegen und dann war es das für heute mit Super Mario Sunshine für mich.
Weiß nicht, wie der Part ankommt. Ob ich mal zwei Parts davon bringe, ich denke mal nicht, weil eigentlich ist es ja nicht so eine Sache. Oh Gott, explodiert erstmal alle, dann habe ich freie Bahn. Und ich denke mal, das ist ja jetzt nicht mehr so die große Herausforderung, hier dich hier zu besiegen. So, mach den letzten. Meist den letzten bitte. Und Schüssikowski. Ist ja nicht so schwer. Wunderbar, sag ich dazu mal. Gut, hätten wir das auch erledigt. Hätten wir das auch erledigt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, ich guck da mal kurz nach. Aber es sieht mir so aus, als hätten wir tatsächlich jetzt alle. Ja, gut. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen langwierig war und wahrscheinlich etwas anstrengend zum Zugucken. Aber ich denke mal, im nächsten Part, es werden weniger blaue Münzen sein, und die wir noch finden müssen. Und definitiv im zweiten Kapitel auch definitiv welche, die auf dem Weg sind. Das kann ich euch schon mal sagen. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal von Super Mario Sunshine. Bis dann und tschüss, euer Jake.